Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir waren beim letzten Mal da stehen geblieben, dass wir Schottland den Krieg erklärt haben. Habt ihr eigentlich noch drinne, dass ihr... Oh, nee, haben sie nicht. Das sollte man ganz schnell wieder reinhauen, beziehungsweise werde ich meine Schiffe, beziehungsweise werde ich mit denen hier hinfahren und mit denen erstmal Richtung Dorset in den Hafen und bei denen genau dasselbe. Kommt zurück, wenn Krieg ist. Das habe ich vergessen wieder einzustellen. Beim letzten Mal, als ich sie wieder rausgeschickt habe. Ach ja, und ihr bitte auch. So. Ja, was ich beim letzten Mal verkackt habe, sozusagen, ist, ich hätte warten müssen, bis Spanien bzw. Kastilien Paris belagert hat. Und dann hätte ich Frieden machen müssen. So, ja gut, das war halt so ein Problem. Aber das mit dem Unterwerfungskriegsgrund, das erschließt sich mir immer noch nicht so ganz. Das Einzige, was ich mir denken könnte, wäre, dass das abgelaufen ist, der Kriegsgrund. Ja, nun gut, was will man machen? Ja. Ach ja, denen mal noch sagen, dass sie wieder hier hinfahren sollen danach. Weil die dienen jetzt erstmal nur, um hier zu halten, falls doch jemand rüberkommt. Und nach Ayrshire gehen wir dann später, wenn wir die Festung in Dumfries belagert haben. So, Frankreich macht ja nicht mit, das ist ja nur Schottland und die Bretagne. Und die Bretagne, gut, wie viele Truppen hatten die Bretagne? Verkehrte Seite. 4000? Ich glaube, da werde ich mal die 8000 dann sogar nehmen und runterschiffen. Oder verschiffen. Ja. Dann würde ich mal sagen, stellen wir noch ein, dass die hier hinlaufen. Wer ist eigentlich der Belagerer? Wenn wir einen haben, haben wir. Sehr schön. Gut, dann würde ich das mal so machen. Und mal die Zeit wieder laufen lassen. Ja, sehr schön, okay. Moment, wir haben keinen Thronfolger, okay. Na gut. Und ich glaube, ich muss nochmal in die Optionen, obwohl ich die Musik schon wieder etwas leiser gedreht habe. War die mir doch ein bisschen laut. Ich musste schon halbwegs gegen anschreien. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, lass mal wieder die Zeit weiterlaufen. Oh, und unser Agent wurde entdeckt in Frankreich. So, dann... Die 6 Großschiffe sollten das ja wohl erstmal selbst aushalten. Euch wollte ich verschiffen. Und hier rüber segeln lassen oder fahren lassen. Ich weiß, es ist gerade ein blöder Zeitpunkt, aber schaut trotzdem. Die haben Handelsschützen in Lübeck. Und die haben Handelsschützen in der Nordsee. Also waren die für den Ärmelkanal zuständig. Wenn mich nicht alles täuscht. Ärmelkanal, aber im Krieg heimkehren. So. Gut. Ah, hier ist es doch, was ich dachte, das kommt. Krieg der Rosen. Mit wem waren wir in... Ach ja, Portugal, da war was. Haben wir mit denen noch? Nein, hoffentlich. Nein! Leider nicht. Und mit Österreich können wir nicht.
weil, nun ja, wir eine PU über sie haben. Und das wäre dann ein bisschen blöd. Jetzt muss ich überlegen, was er schauen wollte. Das hier. Wir haben schon 4 von 4 Ungarn. Ah, haben wir noch eine Familienbande? Das ärgert mich. Ah, weil jetzt werden wir den Rosenkrieg definitiv noch bekommen. Klasse. Ganz großes Kino. Es sei denn, wir finden noch irgendjemanden, mit dem wir uns verbünden können. Polen ist aber nicht so stark, weil ihnen Litauen fehlt. Die haben ein Chatillon. Die Frage ist doch, haben die irgendjemanden, also sprich eine Frau? Ich meine, wir machen 5 Punkte. Und das wären dann nur noch 3. Haben wir schon irgendeine Idee freigeschalten? Nein. Wird mal so langsam Zeit. Wir hängen zwar auch hier hinterher, aber das ist nicht ganz so wichtig gerade für mich. Staatsehe mit Polen. Und sobald es geht, auch mit Litauen. Ja, wir befinden uns gerade im Krieg, da können wir also kein Bündnis schließen. Habt ihr vielleicht mal noch jemanden? Nein, auch nicht. Naja, gut. Dann ist das halt so. So, die Österreicher sollten sich ja gut um ihre steirischen Nationalisten kümmern können. Hier werde ich mal meine Truppen rüber bewegen, bevor die noch mehr Verschleiß fressen. Französische Abstammung. Oh. Ja, gut, okay. Oder zur Beraterin machen. Wird neuer Herrscher, Gemahl oder einfach nur Staatsfrau? Ich würde mal sagen, als Gemahlin, wegen, naja, aus Gründen. Auf eine immerwährende Freundschaft, von mir aus sehr gern, neuer Königsgemahl. Entschuldigt, da musste ich gerade erstmal husten. So. Gut, okay. Haben wir wenigstens das erstmal. Ja, jetzt sind sie endlich da. Oh, denen fehlt aber eh noch jemand. Hebe schnell noch einen Trupp in Devon aus. Ich glaube, das werde ich mal noch kurz tun. Hier einfach mal noch einen Trupp Langbögen ausheben. Ja. Jetzt wird es nur noch Zeit für einen Nachfolger. Und dann ist hier alles super. Ärmelkanal, rüber mit euch. Ja, machen wir. Das letzte Turnier. Ach so, die laufen ja hier unten rum. Ja, das sollen sie mal machen. Ist mir gerade relativ. Solange ich deren Festung belagern kann, denen muss ich ja sagen, sie sollen sich anschließen. So, dann fahrt ihr bitte wieder hier hoch. Ja.
Ja, ist gerade zwar ein bisschen blöd, aber was will man denn machen? Muss ja nur deren Hauptstadt besetzen. So, da du der Belagerer bist, lauft ihr bitte mal hier rüber und ihr hier hin. Oh, ja gut, damit will ich echt warten, bis hier alles soweit vorbei ist. Aragorn hat einen Bauernkrieg, ist in Ordnung. Mit denen fahre ich mal hier rüber. Jetzt könnten wir Kastilien reinrufen, aber wozu denn? Ja. Ach ja, mit denen kann ich ja schon mal weiterlaufen nach Hagü. Ist ja keine Festung, die die blockiert. Oh nein, unser Flottenreformer Catherine of Hastings. Oh, ist gestorben. Schade. Uno momento, por favor. Wie viel Geld machen wir da? Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Diprep, Spionagenetzwerk, Aufbau. Ist nett. Aber ich würde eher mal die Diprep nehmen. Diplomatische Reputation. Ja, toll. Fruchtbarkeit minus 100. So, dadurch, dass ich nicht sehe, wo die stehen, wahrscheinlich hier oben oder auf den Inseln, wollte ich gerade sagen, werde ich die nicht weiter bewegen, damit hier Schottland nicht hier durchlaufen kann, durch Argyll, aber gut, okay. Wir haben Perth besetzt. Dann laufen wir mal dahin, weil in Aberdeen stehen sie nicht. Aha. Okay. Oh, Österreich, willst du nicht mal deine steirischen Nationalisten verjagen gehen? Nachdem sie das hier, die übrigens besiegt haben, werde ich sagen. Puh! Erstmal um den Satz zu beenden, werde ich sagen. Werde ich Österreich mal auf defensiv einstellen, damit sie sich hier um ihren Kram kümmern. Und dann komme ich mal hierzu. Wir haben einen Thronfolger. Der Krieg der Rosen ist zum zweiten Mal. Ja, wurde zum zweiten Mal abgewunden, sozusagen. Sagt man das so? Bin mir gerade nicht sicher. Naja, gut, was soll's. ja. Und dazu ist es noch ein guter Thronfolger, also von daher, den behalten wir. Ja, den behalten wir. Geringe Fruchtbarkeit wird entfernt. Sehr schön, wir haben Lothian belagert. Ja, 5 Armee-Professionalität nehmen wir doch gern und ich warte jetzt hier unten mal kurz auf die Dinge. Und dann werde ich wohl mal sagen, Leute, ihr Siedlungswachstum verbieten, ja klar. Ich wollte hier gucken. Ja, defensiv bitte. Hat schon so seine Gründe oder passiv? Passiv. Gerade. Ist mir jetzt gerade echt das Liebste passiv. Ja. Man glaubt's kaum. Aber das ist mir das Liebste. Und ja, die Truppen werden erstmal in Inverness stehen bleiben. So lange, bis wir Aberdeen belagert haben. Ah, nee, da kommt man sogar von Argyll rüber. Na, dann.
Und ja, Sutherland hat Hochebenen. Ist also nicht so gut zum Angreifen. Aber das hätte eine Flussüberquerung. Ihr kommt am 25. an und die sind am 28. weg. Na, dann macht mal so. Wartet noch einen Tag. Und lauft dann rüber. Portugal hat ein goldenes Zeitalter. Ist in Ordnung. Wir haben die Hybriden besetzt. Ihr lauft hier rüber. Ihr lauft direkt dahin, um die mal noch zu besiegen. Und wir haben die Protze freigeschalten. Jetzt wollte ich gerade Protze und freischalten gleichzeitig sagen. Ihr könnt euch ja ausmalen, was das dann gehießen hätte. Yay, wir haben das belagert. Habt ihr euch mal um eure... Ah, die belagern. Zurück. Wisst ihr was? Ich werde meine Jungs mal noch mit rüber schicken. Aber dahin, in die Steiermark, bitte. Und 021, er hat, glaube ich, genau. Ihn hier mal hier rausnehmen. Und denen hier ihn hier geben. Wir haben Orkney besetzt, sehr schön. Lauft ihr mal hier rüber. Ihr fahrt mal bitte nach Orkney. Nach Orkney. Und euch lade ich mal auf die Schiffe und ihr fahrt mal hier hoch. Und dann werdet ihr mal die noch besetzen, die Shetlandinseln. Ah, okay. Ach, da oben sind sie noch. Nee, lass mal. Neapel hat Byzanz den Krieg erklärt. Ach ja, die wollen raus. Nachdem meine Truppen dann nur wieder hier fertig sind. Mit allem drum und dran. Und ihr... Ah, vielleicht brauche ich denen gar nicht mehr zu helfen. Ne, scheint so, als müsste ich das nicht mal mehr. Gut, dann lauft ihr mal wieder zurück nach... lauft mal hier rüber nach Coentan. Yay. Ja, wurden besiegt. Dann kann ich ja auch erstmal wieder sagen, kein Schwerpunkt. Und kann hier mal die Bretagne rausnehmen. Ja, das würde mir eine Koalition geben. Schottland wäre mir egal, Bretagne auch, aber nun gut. Ich glaube, das hole ich mir mal zu einem späteren Zeitpunkt. Schottland könnt ihr behalten, als Verbündeten meine ich. Könnt ihr auch alles behalten, ist mir relativ... Entschuldigung. Auf die Provence könnt ihr behalten. Und die 80 Dukaten will ich noch. Ja, nö, das passt so. So, da wir jetzt alles besetzt haben und unser Diplomat wieder da ist, würde ich mal sagen, werde ich mir definitiv die Shetlandinseln holen. Ayrshire, Argyll und damit ich nicht wieder hier rüber muss, die Hybriden. Im Moment wäre es nur Schottland. Dann noch Orkney wegnehmen.
Ja. Wer wäre denn dabei? Schottland ist mir egal. Die Bretagne ist mir egal. Frankreich. Was soll's? Dann haben sie nur noch die drei Provinzen. Und dann die kommt Dänemark und so weiter nicht ran. Und wir sind genau bei 100 Punkten. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was gerade mit meinem Hals los ist. Ja, jedenfalls werde ich das so machen. Huch. So, dann kann er erstmal wieder abberufen werden. Auf den Inseln werde ich definitiv hochdrehen. Orkney hochdrehen. Hier drüben hochdrehen. Es hat schon hat schon alles so seine Gründe. So, und der Rest. 11, ja. Bringt aber ein bisschen was. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Gut, Ayrshire kann ich mal hochdrehen. Ja, nö, den Rest lasse ich so. Also, ihr könnt mal dahin laufen. So. Übrigens werde ich die Festung mal abreißen. Hat so seine Gründe. Ja, die können wir lassen. Die können wir lassen. Ja, aber auf Irland brauche ich nicht wirklich welche. So, dann fahrt ihr mal hier rüber. Wegen Korn schaue ich gleich. Erstmal werdet ihr hier rüber fahren. Beziehungsweise fahrt doch. Ne, fahrt hier hin. Genau. Maritimes Reich. Ein Admiral wird erschaffen. Es ist aber nur ein Admiral. Wäre es jetzt ein Entdecker, würde ich sagen, ich warte. Aber es ist ein Admiral. Den können wir ja definitiv holen. So. Und den Anspruch auf Gibraltar. Hier, Portugal. Also, falls ich Portugal irgendwann mal erben sollte, machen wir da weiter. Das wäre dann Minorca. Ja gut, dann wäre das ja noch eine PU über Kastilien. Ist in Ordnung. So. Dann würde ich mal sagen, was bringt mir am meisten Überdehnung? Ja, macht mal die Inseln. Zuerst. Ja. Und dann heißt es wohl erstmal wieder warten. Ja, Eroberung, Kriegsgrund gegen Portugal ist ja in Ordnung. Moment, ist auch ein Lancaster nett, sehr nett. Korruption bekämpfen ist genau bei den. Ach ja. Na gut. Kostet halt 7 Dukaten. Jetzt erstmal pro Monat. Ist schon in Ordnung. Armagnac, Auvergne, Bourbonnais, Frankreich und Orléans. Wir könnten Frankreich halt wieder angreifen. Aber das passt schon. Erstmal so. Und ja, den Langbogen werde ich auflösen, aber erstmal werde ich die von hier wieder wegnehmen. So. Ah, okay.
Ja, ich will auch ins Entdeckergeschäft einsteigen. Ich bin nur am Überlegen, ob ich überhaupt irgendwo hinkomme. Ja, nach Nordamerika. Will ich das oder würde ich erstmal... erst wenn ich am Maximum bin. 10 Papsteinfluss. Auch wenn wir da Prestige verlieren, aber... Nun gut, was will man machen? Oh, Papier. Nochmal kurz hier reinschauen. Polen. Will ich mit Polen überhaupt ein Bündnis? Nee, das war ja nur dafür. Ja, nun gut. Ach ja, und wenn ich Glück gehabt hätte und die PU später bekommen hätte, also Glück in Anführungsstrichen, hätte ich vielleicht gleich noch eine PU über Böhmen, Ungarn und Polen bekommen. Und ja, das kann passieren. Das kann durchaus passieren. Also ich spiele zurzeit oder habe gestern wieder privat EU4 gespielt mit Österreich. Und da habe ich halt eine PU über Böhmen bekommen, über Ungarn. Habe Bosnien vassalisiert. Was habe ich noch? Ach ja, ich bin gerade noch in einem Krieg gegen Burgund, um das burgundische Erbe vielleicht mal lostreten zu können. Ja. Das wäre schon geil gewesen. Ja, ich habe aber nicht ganz Ungarn, also Kroatien fehlt mir. Und hier die vier Provinzen: Temesch, Hunyad, Bekesch und Tarantal. Die Osmanen haben nämlich Ungarn angegriffen. Und naja, was sollte ich dagegen dann machen? Nein, Litauen. Okay, Kastilien könnte man wieder eine Staatsehe sich holen. Werde ich auch machen. Ja. Wie sehr mag mich eigentlich der Kirchenstaat? Immer noch sehr. Das ist in Ordnung. So. Jetzt bin ich am Überlegen, wie wir weitermachen. Entweder wir warten auf den nächsten Krieg mit Schottland, was noch Ewigkeiten dauern könnte. 96, also 13 Jahre. Oder wir kämpfen gegen Frankreich und holen uns einfach nur den Kriegsgrund, sobald hier Kastilien und Portugal mal fertig sind. Oder ich warte halt drauf, dass ich hier mal die Ideen bekomme und dann erstmal entdecken gehe. Das könnte man halt alles machen. Bis ich Großbritannien gründen kann, dauert eh noch ein bisschen. Ja, das hat noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt dürften wir weniger Minus machen. Genau so ist das. Nur noch 2,5 Dukaten pro Monat. Ja. Schauen wir mal, was wir machen. Was ich definitiv machen werde. Ruhe. Was ich definitiv machen werde, ist den und diesen hier und den. Da muss ich ja gestehen, das habe ich komplett vergessen. Aber das passiert nun mal. Natürlich unterstützen wir die florentinische Schule. Natürlich machen wir das. Ach, Norwegen.
Wir werden Norwegen auch noch irgendwann angreifen. Wie sieht denn das eigentlich gerade beim Kronland aus? Wait a second, please. Mamelucken haben uns zum Rivalen erklärt. So, und die Bürger brauchen jetzt nur noch 1% und dann kann ich mir wieder Kronland holen. Nett.